Ein neuer Tag bei Finance TV, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße. Unser Studiogast heute ist der CFO von Hallhuber, Richard Lohner. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Guten Tag. Das Unternehmen kennt man sehr stark aus dem Retail-Sektor, einer der Markenartikler, die am Markt für Minibonds gekommen sind. Sie haben 30 Millionen Euro platziert im Sommer. Ein Großteil davon ging an Ihren Private-Equity-Gesellschafter Change Capital Partners, der ein Gesellschafterdarlehen dadurch zurückführen konnte. Es ist also klar, dass der sein Risiko ein bisschen reduzieren konnte. Was hat die Firma von der Emission gehabt? Wir haben 30 Millionen platziert. 20 Millionen wurden, wie angekündigt, zur Rückführung des Gesellschafterdarlehens verwendet. Nach Abzug der Transaktionskosten sind 9 Millionen im Unternehmen verblieben. 5 Millionen haben wir dazu verwendet, Investitionen zu finanzieren. Und 4 Millionen sind in der Kasse verblieben. Welche Rolle spielen Banken jetzt noch in Ihrer Unternehmensfinanzierung? Sehr wichtig. Banken sind notwendig zur Working Capital Finanzierung, für die Absicherung von Kautionen und für die Importfinanzierung unserer Einkäufe. Wir konnten unsere Bankenbasis verbreitern. Die bestehenden Hausbanken haben ihre Kreditlinien verbessert, verlängert. Und wir haben dadurch eine breite Basis, um unser Wachstum weiter zu finanzieren. Es herrscht der Konsens darüber, dass Markenartikler es leichter haben bei den Emissionen von Mittelstandsanleihen. Hallhuber gehört zweifellos in diese Kategorie dazu. Wie haben Sie die Emission, die Roadshow erlebt? War es so? Ja, es ist durchaus eine große Nachfrage nach der Platzierung der Anleihe gewesen auf unserem Bond. Der Bond ist innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft gewesen. Als Markenartikel haben Sie es natürlich wesentlich leichter, die Story und das Geschäft transparent zu verkaufen und dem Anleger zu vermitteln, was der Geschäftszweck des Unternehmens ist. Wie viel Prozent Ihrer Emissionen gingen an Privatanleger? Das waren rund 20%. Kommen wir zu den Zahlen. Hallhuber ist ja angetreten mit einem relativ schlechten Track Record. Sie waren jahrelang defizitär, zumindest auf Nettoebene, versprechen aber sehr starkes Wachstum und auch hohe Erträge in der Zukunft. Wann liefern Sie das? Wir können das ja bereits ablesen am ersten Halbjahr, dass, sage ich mal, die Performance, was das Wachstum angeht, sehr, sehr positiv sich entwickelt hat. Wir haben jetzt noch bestimmte Anlaufkosten durch die Expansion. Wir gehen davon aus, dass wir spätestens im nächsten Jahr deutlich nochmal an Umsatz und auch überproportionalem Ergebnis zulegen können. Die Ratingagentur Kreditreform, die sie bewertet hat, hält ihre Finanzlage für stabil, warnt aber gleichzeitig, dass im Fall von Planabweichungen oder starkem Expansionstempo Liquiditätsengpässe auftreten könnten. Wie dick oder dünn ist eigentlich das Eis, auf dem Sie unterwegs sind? Das ist eine übliche Anmerkung, was das Liquiditätsthema angeht, was natürlich im saisonalen Geschäft immer eine Rolle spielt, das entsprechend sauber zu planen und zu managen. Wir haben unsere Liquiditätsbasis durch die Platzierung des Bonds deutlich vergrößern können. Das kann man im ersten Halbjahr ablesen. Die Cash-Basis hat sich um 4 Millionen verbessert. Und wir haben auch mit Kreditreformen gesprochen. Es sind keine Änderungen im Rating zu erwarten. Sie haben eine Bilanzsumme im zweistelligen Millionenbereich. Jetzt steht in dem Ratingbericht auch, dass außerbilanzielle Verbindlichkeiten in Höhe von 149 Millionen Euro vorhanden sein sollen. Es ist ziemlich sicher, dass das, wenn die irgendwie schlagen wären, die Bilanz sich aushalten könnte. Deswegen frage ich mal ganz offen, was steckt eigentlich dahinter und wie managen Sie als CFO die Risiken, die daraus entstehen? Die außerhalb der Bilanz liegenden Verbindlichkeiten, das sind die Mietverpflichtungen, wenn man die aufkumuliert über die Laufzeit der Verträge. Das ist natürlich durch das Wachstum bedingt, dass diese kumulative Anzahl steigt. Es sind keine Verbindlichkeiten, die jetzt fällig sind, sondern das ist aufkumuliert über eine Laufzeit von 10 bis 15 Jahren und muss entsprechend reportet werden. Und geht durch die GOV? Geht nicht durch die G&V, sondern es geht nur der Mietaufwand jährlich, der anfällt durch die G&V. Frage zum aktuellen Current Trading. Im ersten Quartal haben Sie Unterplan abgeschnitten, haben auch gelitten unter dem langen Winter. Im zweiten Quartal lief es ein bisschen besser. Wie sind Sie jetzt durch den Sommer gekommen? Und vor allem natürlich die Frage, die interessiert, was für ein Ertragsniveau müssen Sie erreichen, um Zins und Tilgung der Anleihe vernünftig darstellen zu können? Wir sind jetzt im ersten Halbjahr leicht unter dem Vorjahr geblieben, was die operative Ertragsgröße angeht. Das war aber so geplant. Das hängt mit den Vorlaufkosten der Investitionen der Expansion zusammen. Das war eine Ergebnisdifferenz von 800.000 Euro. Das sind Vorlaufkosten in Marketing, in Mieten und im Personal, bevor die Stores zum Laufen beginnen. Jetzt im dritten Quartal sind wir auch auf Plan unterwegs, ist auch noch leicht unter Vorjahr und das dreht sich dann um im vierten Quartal, weil wir die Shops, die wir jetzt eröffnet haben, jetzt alle am Netz haben. Und dann ist natürlich im vierten Quartal überproportional Umsatz- und Ergebnissteigerung. Und das, was Sie dann erzielen werden auf Jahressicht, ist das ein Ertragsniveau, das Ihnen reichen würde schon für Zins und Tilgung? Oder müssen Sie dann aber einen draufsatteln?
Das wird knapp ausreichen, wenn Sie davon ausgehen, dass wir operativ gerechnet etwa 10 Millionen Euro verdienen. Dann verbleiben Ihnen nach Working Capital Finanzierung und Zinslast etwa 6 Millionen für Investitionen. Das ist so der Free Cashflow, den wir für unsere Expansionsgeschwindigkeit benötigen pro Jahr. Ich komme zum Schluss zu den drei Fragen von Finance TV, die ich auch Sie bitte mit Ja oder Nein zu beantworten. Die erste Frage zum Hintergrund der Anleiheemission. War die Anleiheemission für Ihre doch vergleichsweise kleine Finanzabteilung ein richtiger Kraftakt? Ja, durchaus, aber es konnte gut bewältigt werden mit der Unterstützung der Emissionsbank und der Gesellschafter. Ihre Anleihe notiert deutlich unter Par, im Moment bei Kursen um die 90. Bekommen Sie schon Druck seitens der Investoren? Wir sind laufend am Markt mit einer transparenten Informationspolitik und insofern das schätzen die Investoren. Wollen Sie sich im Fall einer steigenden Innenfinanzierungskraft mittelfristig von den Banken lösen als Finanzierungspartner? Die Investitionen werden ohnehin schon aus dem Cashflow bedient. Zur Working Capital Finanzierung brauchen wir weiterhin die Banken. Ausgewogenes Finanzierungsverhältnis, ein bisschen Anleihe, ein bisschen Banken und große Pläne. Ich wünsche Ihnen alles Gute, dass Sie dabei gut vorankommen, Herr Lohner. Danke Ihnen auch für Ihren Besuch bei uns hier in Frankfurt. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Schauen Sie nächste Woche wieder rein bei Finance TV und vor allem genießen Sie die Zeit bis dahin. Alles Gute und tschüss.